Ja, Leute, willkommen zurück zu Faeria. Wir spielen eine kleine Runde und zwar mit einem komplett neuen Deck. Und so Schatten so und nimm eine 6-1. Ich hab nichts Schlechtes auf die Hand. Bestätigen wir so. Die Hand nehmen wir so. Das Deck ist ultra abhängig von seiner ersten Hand. Das spiele ich ja normalerweise gar nicht. Das haben sie geändert. Und trotzdem muss ich halt echt sagen, das kann ganz witzig werden. Kann, muss nicht. Aber wenn es klappt, dann kann das wirklich hart werden für den Gegner. So. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir spielen ein Grün-Gelb-Deck. Und spielen größtenteils auf ihn. Also ich habe nicht viele Kreaturen drin. Aber doch so die eine oder andere. Und er hier ist halt wirklich der gefährlichste. Was natürlich praktisch ist, dass ich nicht viele Kreaturen drin habe, weil er sehr viele Kreaturen eigentlich braucht. Zumindest tot braucht er die. So. Wir nehmen ein weiteres Gelb oder nehmen wir ein Grünes? Ich nehme ein Grünes hier vorne hin, setze die lebende Weide da drauf und beende erstmal meinen Zug. Das ganze Deck spielt drauf, Mana eigentlich alternativ zu bekommen. Ich habe leider nur nichts direkt gezogen gehabt, was das fördert. Okay. Ja, gut. Kannst du machen. Ist ja deine Sache, aber ich hätte das jetzt anders gemacht. Setz mal ein Gelbfeld dahin. Oh, scheiße. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Scheiße. Na gut. Jetzt kann er mir nämlich in der Prärie direkt vor die Haustür setzen. Das war schlecht von mir. Das war sehr, sehr schlecht von mir. Gut, starten wir mal eine Gegenoffensive. Mir ist durchaus bewusst, dass wir noch einen gelben brauchen. Ja, greif an, ist kein Problem. Ja, den machst du jetzt grün, ist ganz klar. Ja, dies. Ist für mich kein Problem. Ich werde jetzt gleich den Rankenwald hier hinsetzen und werde Moment, Rankenwald einmal hier hin. Den Wald nähren und dann das. Und dann setzen wir einmal ein gelbes Feld, um nächste Runde hier auch was zu bekommen. Und
Eigentlich kann ich ihm hier schon Stress machen. So, ist doch schön. Ja, platziere mal zufällig zwei Wälder. Gut getroffen. Mir hätte es besser gefallen, wenn er da und was weiß ich, da oder sowas die Wälder hinbekommen hätte. Mach mal. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Moment, welcher ist es? Produktion, du erhältst ein Leben. Okay, ja, kann er kriegen. Soll er kriegen, ist mir eigentlich relativ gleichgültig. Mit ihm haben wir ihn weg. Mit ihm haben wir ihn weg. Und mit... Ne, das machen wir noch nicht. Ich schädige mich erstmal. Schatten des Schlechters. Und dann würde ich einmal sagen, grün oder gelb? Grün oder gelb? Eigentlich ist Gelb bei mir stärker. Das heißt, wir setzen da oben noch ein Gelbfeld hin. So. Und dann beenden wir den Zug. Weil das sind auch immer Figuren, die gesetzt werden. Oder zerstört werden jetzt. Oh, gefährlich. Klar, er hat noch nicht so ganz das Deck verstanden. Ist mir egal. Da hast du leider Pech gehabt, da hat es den Falschen getroffen. Ja, mach das, ist kein Problem für mich. Ah, da haben wir sie. Die weinende Statue. Eine sehr, sehr coole Karte. Muss man so sagen. Und. Ist die Frage. Der muss eh da unten drauf angreifen. Ich kann den hier fast safe wegmachen. Und dementsprechend, wir schädigen uns nochmal. Ups, scheiße. Ich hätte die weinende Statue als erstes spielen sollen. Mist. Mist. Es war falsch. Es war es falsch rum. Egal. Wurscht. Weiter geht's. Einmal das, einmal den da oben hin und dann snacken wir den. Ah, Pech gehabt. Da habe ich jetzt echt Pech gehabt, dass es den erwischt hat. Na gut, passiert. Und dementsprechend. Lassen wir ihm jetzt einfach mal seine Freude. Das kann er nämlich da unten meinen Rankenwall angreifen. Oh, er hat auch einen Rankenwall. Das ist sehr schön für ihn. Das ist aber wirklich schön für ihn. Und das ganze Deck hat natürlich den Vorteil, wenn weinende Statue relativ am Anfang kommt und gegen Burner-Decks, die ja relativ viel kleinen Schaden dealen. Eins, zwei davon und die meisten Burner-Decks überlegen sich das dreimal, ob sie euch dann wegburnen. Oder nicht. Ja, genau. Ja, die nimmst du mir, da ist gar nicht die Frage. Die nimmst du mir. Da steht ja gar kein Zweifel dran. Wichtig ist, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt einmal hier ein Grünfeld hinsetzen. Werde ich hier den Altar beschwören, werde ich hier einmal die weinende Statue beschwören und werde dann einmal
ihn komplett weghauen. Das Ding muss ich also sowieso kaputt hauen. Ebenso wie das Ding kaputt gehauen werden muss. Und dann schädigen wir uns nochmal. Holen den Schlechter hier hin. Und wir nehmen den Dicky Heiler noch. Dann beenden wir den Zug. So, er könnte mir jetzt natürlich beide Altäre der Seelen kaputt kloppen. Das ist durchaus möglich. Das habe ich auch in Betracht gezogen. Ob er das macht. Aber die wenigsten tun das, weil die wenigsten sind jetzt nicht so gierig und wollen die 8 Schaden drücken. Die meisten wollen halt diese 8 Damage drücken. Oh, ist okay. Der Tiki-Heiler. Willst du erst den Tiki kaputt hauen? Das habe ich jetzt null verstanden. Also den Zug habe ich jetzt gar nicht verstanden. Aber gut, er wird seine Gedanken dabei gehabt haben. Das Schöne ist halt, die Kombination aus weinende Statue und Altar der Seelen. Sobald die draußen ist, habe ich jede Runde. Oh. Habe ich jede Runde eine Karte, die mich nichts kostet. Also ein Monster, was nichts kostet, außer dass ich halt 2 Leben verliere. Und an und für sich finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Er macht jetzt genau richtig. Er setzt jetzt ein relativ schwaches Viech gegen ein sehr, sehr starkes Viech von mir, das aber halt nur viel Damage drückt. Ich brauche eigentlich eine spezielle Karte. Ach, Kacke, die ich leider nicht ziehe. Die ich leider nicht ziehen soll. Wir greifen einmal ihn hier an. Schlucken ihn. Schön. Ich habe die lebende Weide im Übrigen auch vergessen. Geh einmal hier hin. Schädige mich einmal wieder. Huhu. Was für eine Überraschung. Ich schädige mich nochmal. Spielaltar der Seelen. Uhu. Dann kann ich nämlich nächste Runde 2 davon bekommen. Pro Runde. Und die beiden werden jetzt auch gleich relativ interessant. Weil je länger das Spiel halt geht, desto eher ist es für mich von Vorteil. Das Ganze ist im Übrigen ein Push-Deck. Also wirklich rein auf, ich komme, ich drücke dir Damage. Jetzt bin ich gespannt, was macht er jetzt? Ja, den würde ich dir in der nächsten Runde nehmen. Nee, du musst den angreifen. So, mit dem kannst du jetzt den ausschalten, das ist ja okay. Ja. Von mir aus. Er weiß halt nicht, dass ich die Seelenfresser auf der Hand halte, beziehungsweise dass ich sie überhaupt spiele. Und das wird gleich für ihn zum Problem werden. Ja, greifst du den an? Ja, tust du. Das ist sogar sehr schön, dass du das tust. Eventuell war es dumm, den Altar der Seelen dahin zu setzen. Ich hätte ihn vielleicht woanders hinsetzen sollen. Ah, ja. Jeder macht mal Fehler. Das ist sogar eine der coolen Karten. Tada, da ist der Tiki-Heiler. Das Problem ist halt, dass ich. Einmal nehmen wir jetzt da einen hin. Da nehmen wir einen hin.
Und da beschwören wir einen hin. So. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze interessant. Wir können das Ganze jetzt mal so langsam auf eine Ebene bringen, wo das Ganze echt interessant wird. Wir können mal eine Karte ziehen kurz. Teufelspakt. Natürlich spiele ich auch Teufelspakt. Also wenn es schon darum geht, sich selbst zu schädigen und dafür Mana zu kriegen, dann ist Teufelspakt in einem Gelb, zumindest in einem Teil-Gelb-Deck auf jeden Fall eine gute Option. Ja. Tue er dies. Und jetzt? Der Seelenfresser ist ultra gefährlich. Ist er wirklich, also eins der wenigen Monster, was ich persönlich überhaupt nicht gegen mich haben wollte. Deswegen mag ich das Deck auch so. Weil Stürmen 3 fliegend und der kriegt für jedes Viech, was in der Partie von mir gestorben ist, kriegt er ein plus 1 plus 1. Es ist einfach bösartig, das Viech. Jetzt pusht er mich sogar noch weiter. Finde ich gut. So, jetzt bin ich gespannt, was er jetzt gleich macht. Er wird da jetzt irgendeinen Spotter hinsetzen. Lebende Weide nehme ich mal an, wird er jetzt setzen. So. Und so schnell kann sich halt ein komplettes Feld drehen. Okay, den pushst du. Okay, er macht es aber genau richtig. Also er geht nicht komplett in die Defensive. Im Übrigen, die Artworks, habe ich glaube ich nicht gesagt, wurden komplett überarbeitet. Also viele Karten sehen jetzt komplett neu aus. Und das finde ich persönlich. Erdenberg ist zum Beispiel eine von den Karten und die finde ich persönlich mega geil. Sieht mega geil aus inzwischen. Wir machen einmal das, wir machen einmal das. Ja, okay, das hätte ich vorher machen sollen. Ah, ne, Moment, ich kriege ja nur 3 Schaden. Schatten des Schlechters. Schatten des Schlechters. Und wir nehmen einfach nochmal so ein Viech. Und jetzt bin ich gespannt, was er jetzt macht. Wir ziehen nochmal eine Karte. Wir können nochmals Erdenwerk spielen. Create a Desert, würde ich sagen. Oh, da kommt der nächste Seelenfresser. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Und du bist dran. Ich habe nämlich jetzt noch einen. Und jetzt wird das ziemlich schwierig, da was gegen zu spielen. Also er müsste schon hier eine. Selbst wenn er hier einen Spotter hinspielt, und das ist ja die einzige Möglichkeit, wie er den jetzt noch wegkriegt. Da muss er jetzt einen Spotter hinspielen, und hier muss er auch noch einen Spotter hinspielen. Gibt es nicht. Es gibt keinen Spotter, der 2 Mana kostet. Das war's. Jetzt ist vorbei. Wenn er jetzt nicht den Wald nähren und eine lebende Weide hat, dann ist vorbei. Und ich glaube, er wird nicht mal eine lebende Weide spielen. Also das ist relativ unwahrscheinlich, dass er es spielt. Okay. Ja, das war's. Hast verloren. Nee, nee, da kann er nichts mehr machen. Da kann er aufgeben. Schön. Ja, die Runde ist gegessen. Die Runde ist gegessen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass die Runde jetzt vorbei ist. Okay. Gut. Einmal das. Einmal das. Einmal das.
Einmal das, 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 einmal das. Sehr schön. Schöne Runde. Jawohl. Geil. Schönes Deck. Schwierig gegen manch ein anderes Deck, aber vor allem gegen Burner-Decks. Ziemlich lustig. Und dementsprechend, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Faeria. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.